Die Fachhochschule Münster erhält am Campus Steinfurt zwei neue Gebäude. Das Ersatzgebäude für den Maschinenbau und das Hörsaalgebäude. Der Baukörper des Maschinenbaugebäudes schließt mit seiner winkelförmigen Form den Hochschulstandort westlich ab und begrenzt mit seiner Westfassade die vorgelagerten neuen Ersatzparkplätze. Die Südfassade des Neubaus bildet mit dem gegenüberliegenden Neubau-Hörsaalgebäude die Einfassung der neuen Freianlage als Platz mit hoher Aufenthaltsqualität. Somit entsteht auf der Westseite des Campus mit der neuen Verkehrsanbindung an die geplante Westtangente ein weiteres städtebauliches Eingangsentree. Das Maschinenbaugebäude besteht auf der Ostseite aus einem dreigeschossigen Baukörper für Büro- und Seminarnutzung. Der westlich gelegene Schenkel nimmt in zweigeschossiger Bauweise den Laborbereich auf. Das geplante Hörsaalgebäude gliedert sich nach außen in einen eingeschossigen, transparenten Foyerbaukörper und den Hörsaalbereich als eingestelltes zweites, massives Element. Es entstehen neben dem Foyer bis zu drei flexibel nutzbare Seminarräume in östlicher Ausrichtung, deren Trennwände ebenso verschoben werden können wie die der studentischen Arbeitsräume auf der Westseite. Die beiden Hörsäle mit ansteigendem Gestühl fassen je 200 Personen und können durch eine mobile Trennwandanlage kurzfristig zu einem Hörsaal mit 400 Plätzen zusammengeschaltet werden. Dadurch ist das interessante Gebäude hochflexibel auch für Großveranstaltungen nutzbar.